Hallöchen, viele haben sich ja gewünscht, dass ich nochmal die Walter PPKS vorstelle als CO2-Pistole und genau das werden wir jetzt tun. Hier seht ihr eine Transportsicherung, empfehle ich euch, wenn ihr unterwegs seid, falls ihr kontrolliert werdet, von der Polizei oder sowas. Ja. Ich habe jetzt hier nochmal mein Messer, mein Mormormesser, damit werde ich das jetzt mal aufschneiden, die Transportsicherung, und dann gucken wir uns die Waffe mal an, sofern ich das hier aufkriege. Oh. Ja, Moment, ist offen, jetzt ist offen. So, dann legen wir das hier alles mal ein bisschen beiseite. Zack. Und dann erkläre ich euch noch ein bisschen was zu der Waffe. Also, hier haben wir das gute Stück. Komm ruhig ein bisschen näher. Hier haben wir das gute Stück. Das ist die CO2-Pistole Walter PPKS. Ja, hier steht so, glaube ich, irgendwo nochmal. Hier steht's. Walter PPKS, Kaliber 4,5 von Karl Walter. Ja, hier habt ihr eine Sicherung, Feuer und Safe. Hier an der Seite könnt ihr die Klappe abmachen, hier ist die Gaskartusche drin. Das ist die gleiche übrigens wie die hier. Da könnt ihr die von Umarex nehmen, ihr könnt auch wahlweise, egal eigentlich welche nehmen, bloß kein Red Gas, weil mit Red Gas zerschießt ihr euch die Pistole. Also die hat so einen Druck. Hier unten ist die Schraube zum Anziehen, denn sozusagen dann drückt ihr die Gaskartusche ran und dann wird sozusagen das Gasgemisch da reingedrückt in diesen Zylinder. Kann ich das auch mal zeigen. Hier nimmt man die Waffe auseinander, diesem Hebel, den zieht man einfach hoch. Und dann kann man das hier nach hinten ziehen, vorne weg. Hat sozusagen hier einmal die Feder und den Schlitten an sich. Ja, hier, das ist der Schlitten. Das ist ganz Metall. Also hier hört man vielleicht. Das ist Metall. Ja, so wie die Waffe auch, ist auch Metall. Ja, also bis auf die Griffschalen, das ist Plaster. So, und hier seht ihr das denn auch schon. Hier unten kommt das Magazin rein und hier vorne ist denn sozusagen, hier kommt das Gas raus. Also hier kommt das Gas raus. Und wenn man das jetzt hier reinschiebt, dann seht ihr, hier das gleich da vorne, seht ihr das? Zack. Und dann ist sozusagen die Kugel vor dem Lauf, hier vorne. Ja, das ist der Lauf. Vor dem Lauf und wird dann praktisch hier, wenn man das so gut sehen kann, zack, vorgeschoben. Und somit ist das denn, ja, somit funktioniert diese Pistole. Wie das jetzt genau darin vonstatten geht, keine Ahnung, da müsste ich mich jetzt selber erstmal noch belesen. Aber so habt ihr erstmal einen groben Eindruck. Ich baue die mal wieder zusammen. Ein bisschen friemeln hier, das ist immer ein bisschen frickelig. Nicht ganz leicht, wenn man wieder zusammenkriegt hier. Na, kommst du? Jetzt ruhig nicht mal zusammen, aber was? Schnauf dich was, du Hund. Und das kann ja sein, dass hier ein bisschen klemmt. So, hier ein bisschen jetzt. Und dann einfach wieder zack, vorsichtig. So, und jetzt werde ich mal einen Schusstest machen, aber ohne Kugeln. Also es wird hier nichts durch die Gegend fliegen. Ich will das Ganze mit meiner Rollei Action Cam aufnehmen. Und das Ganze seht ihr denn sozusagen in der Zeitlupe. Das ist das, was ich letztes Mal schon gemacht hatte. Also im Prinzip werde ich jetzt die Waffe spannen. Ich werde das hier so halten. Und dann seht ihr das Ganze, wenn ich jetzt hier auf Aufnahme drücke, das ist in der Zeitlupe. Und das Ganze soll jetzt Erklärungsvideo sein zur Walter. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da, ein Abo eventuell. Ich kann euch ja auch irgendwann noch ein bisschen mehr dazu zeigen. Und ja, wenn euch das interessiert überhaupt, ja, lasst ein Däumchen da. Ich bin raus. Macht's gut.